Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute Tag Nummer 4. Heute nehmen wir euch auch wieder mit. Und zwar durch Palma. Schau, wie schön es da ist. So, wir sind jetzt beim ersten Spot angekommen. Und zwar ist das so eine Kathedrale. Das, was man auch beim Intro gesehen hat. Da sind alle Strassen so eng. Jetzt hat es noch ein Glas gegeben. Und mein Bruder und ich nehmen immer im Cup, im Becher. Weil das Garn ist immer so lang zum Aufessen. Was hast du genommen? Im Becher. Aber Zitrone. Zitrone. Und ich habe Kinder Bueno und Cookies genommen. Das war auf jeden Fall lecker gewesen. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen durch die Stadt und gehen ein bisschen shoppen. Du hast einfach in Barcelona laden. Dort gehen wir natürlich schauen, gell? Das sind Anschuhe. On Cloud Wonder. Da sind sogar Kleiderstangen nach dem Barcelona-Logo gemacht. Ich habe mir ein Barcelona-Trikot gekauft. Am Camping habe ich so Leute gesehen, die das angehaben. Dann habe ich gedacht, wenn wir jetzt in Palma sind und ein bisschen shoppen, hole ich mir auch so eins. Und von welchem Spieler ist es? Von keinem. Ohne Spieler. Crazy. Und kleine Story. Ich habe das so gezahlt und es hat keine Tasche gehabt. Und nachher hat der Verkäufer so gesagt, er ist am Brawl Stars spielen. Ihr Mann. Und nachher hat er richtig schnell so gezahlt und gerade wieder in seinem Spiel weitergespielt. Just eat it. Da kann man einfach seine Schuhe geben und nachher tut sie es vor Ort gerade anmalen. What is cork? Cork is the bark of the cork of the ark. Hard Rock Cafe Mallorca. Gehen wir mal schauen. Da ist der Hauptplatz von Mallorca. Dort ist einfach der Bumblebee. Let's go. Beim Bumblebee so ein Bub, der ihm die ganze Zeit Hand geht, irgendwie schon 5 Minuten lang. Und der Bumblebee will doch einfach mit anderen Leuten ein Foto machen, aber der Bub lässt einfach nicht los. Aber immer noch. Wo wir wollen auch unser Foto, Mann. Come on. Natürlich geben wir ihm Geld. Jetzt machen wir noch schnell einen Stepper. In eine spanische Kille. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zurück zum Auto, weil wir noch eine Strasse anschauen. Darum haben wir gedacht, wir könnten das kleines «Wenn ich du wär» machen. Wärst du down? Easy. Wie wollen wir starten? Machen wir es mal einfach. Wenn ich du wäre, würde ich zu dieser Mauer gehen und dort drauf 5 Liegestütze machen. Bist du ready? Bist du da und machst das oder ist das schwierig? Eins, zwei, drei, vier, fünf und rauf. Schöne. Bro, wenn ich du wäre, würde ich da jetzt einen Wurzelbaum abmachen. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht. Aber das macht weißt du wie am Rücken. Bro, was für ein... Also komm. Der Boden ist weggefressen. Gib ihm sauberes. Ich kann doch keinen Wurzelbaum machen. Gib ihm. Der Boden ist weißt du dreckig. Es ist noch alles dreckig. Mach Wurzelbaum hier. Yippie. Ich glaube, wir lernen das lieber mit «Wenn ich du wär» Challenge. Das ist wieder eine Challenge, von da über springen. Der bringt jetzt auch selber eine Challenge, wer ist er? Da sieht man noch eine schöne Kathedrale von weitem. Heute könnt ihr wieder etwas mit den Unique Ones lernen. Mein Bruder muss euch etwas erzählen. Was ist das für eine Flagge? Auf dieser Flagge ist ein orangiger Punkt drauf und er hat gesagt, das ist die Flagge von Mallorca. Ah, perfekt, wir sind einfach vom Parkplatz vorbeigelaufen. Wakanda forever. Du hast das Gefühl, es wird rot. Was wird rot? Es wird rot, 3 Jahre später. 75 für 30 Minuten. Abo-Service, wir sind wieder beim Auto.
Das Coole daran ist, wir nicht mal gewusst, dass es in Barcelona Store ist. Wir sind einfach per Zufall dort vorbeigelaufen. Und dann habe ich gedacht, wenn wir jetzt schon dort sind, müssen wir ein Trikot holen. Wir haben leider keine Zeit mehr gehabt, zu dieser Strasse gehen, weil wir in Stau gekommen sind und wollten pünktlich gutes Nachtessen bei uns im Hotel. Und darum sind wir heute am nächsten Tag zu einem wunderschönen Strand gekommen. Ich weiss nicht mehr genau, wie der heisst, aber das sollte anscheinend der schönste Strand von Mallorca sein. Also nehmen wir mal an, also sicher einen mega schönen Strand. Und so sieht er aus. Dort fängt es an. Und schaut mal, wie schön blau das Wasser ist. So sieht der Strand aus. Schaut mal, wie klar das Wasser ist. Man sieht einfach den Sand im Wasser drin. Und so sieht die ganze Aussicht auf dem Strand aus. Und das Wasser ist im Fall richtig warm da. So, wir sind jetzt wieder zurück in der Hotelanlage, zurück vom Strand. By the way, ich habe das neue Barca-Trikot an. Wie findet ihr das? Ich finde das irgendwie richtig crazy. Wie hast du den Strand gefunden? Sandig. Kleine Story, ich weiß nicht, ob wir euch das schon mal gezeigt haben, aber unser Hotelzimmer ist hier im obersten Stock. Und du kannst hier so runtergehen, dann bin ich heute hier unten gewesen. Und dann wollte ich den Volleyball holen, weil er mir runtergefallen ist. Dann habe ich meinen Bruder so aufgeschossen. Und das ist for real, literally, an diese Wand angebounced und von dieser Wand dort über das Gebüsch in einen anderen Garten rein. Dann musste ich hier alles aussen rumlaufen und dort vorne reinkommen konnte. Dann bin ich da vorne gelaufen und habe den wieder geholt. Das war so die Story. Und gestern Abend, wir sind dort so entlang gekommen und dann habe ich gemeint, unser Zimmer ist schon das da vorne und dann habe ich einfach so gesagt, hallo. Das war einfach jemand anders dort, Bro. Das war richtig peinlich. Ich bin schnell weg und habe gesagt, sorry. So, jetzt sind wir wieder da. Peace. Oh, wir sind noch auf entspannter Reno an eine Führshow gegangen. Schinkenstrasse! Ballermann! So, wir haben jetzt mittlerweile den letzten Tag von unseren Ferien. Wir gehen jetzt trotzdem noch die Strasse anschauen. Die Schinkenstrasse heisst sie. Mal schauen, ob wir sie finden. Das ist ein kleines Bier. Probieren wir mal. Ich kann zwar Bier nicht gern, aber das ist auch nicht gut. Spass, es schmeckt schon gut, aber ich halte Bier einfach nicht so gern. So, jetzt bist du dran. Jubel! Bannermann! Der hat auf jeden Fall eine coole Sonnenbrille. Der hat Sonnenbrille gang studiert. Jetzt sind wir hier noch mal an den Strand gekommen. Der sieht auch richtig schön aus mit dem Sonnenuntergang. Aber somit würde ich sagen, dass es das auch schon wieder mit unserem heutigen 3-Tage-Video war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lönnt. Hier ist die Strasse. Er läuft einfach drüber. Lönnt ein Like, la Lick am Boden. Es ist jetzt gerade 18:54 Uhr und wir wollen einfach noch entspannt einen Stepperino in der einen Ladewelle machen. Bro, er hat einfach gesagt, er macht zu, wir dürfen nicht rein. Bro, wer macht am 5 vor 7 einen Laden zu? Normalerweise am 7 würde ich checken, Bro, aber es ist 5 vor 7 und er hat es einfach nicht mehr reinlassen. Egal. Und lasst doch gerne auch ein Abo da. Und was dürft ihr jetzt auch nicht vergessen? Glocke aktivieren. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hotel Rio San Francisco. Hä? Sind wir nicht in Mallorca? Wir sind jetzt noch ein bisschen am Shoppen. Eigentlich sind wir auf der Suche nach einem neuen Red Bull, aber wir haben es einfach nie gefunden. Wisst ihr, wo man das schon kaufen kann? Bro, der Stumble Guys Charakter ist ja anders crazy, Bro. So, und da haben wir noch einen schönen. Und in dieser Straße reden alle Hochdeutsch. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Red Bull und jetzt gehen wir schauen, ob wir es noch hier finden. Wir haben trotzdem ein Getränk gefunden zum Austesten.